Wolf Fuß begrüßt Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer. Frank Buschmann ist auch mit dabei. Auch von meiner Seite hallo. Ich glaube, das wird heute eine interessante Angelegenheit. Heute geht es für RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Kurz noch zur Formation, sieht nach einem 3-5-2 bei Ihnen aus. Ganz genau, Sie versuchen es hinten also nur mit einer Dreierkette, aber bei Bedarf rücken natürlich die Mittelfeldspieler zurück. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Kampel. Bruma. Und nun ein Schuss. Und irgendwie hält er ihn. Die Leipziger bekommen den Eckball. So, Ecke kommt. Da passt er auf und kann klären. Yusuf Paulsen. Bruma. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Puschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. De Guzman. Gelson Fernandes. Rebic. Demme. Werner. Yusuf Paulsen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Bruma. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Marcel Sabitzer. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Yusuf Paulsen. Gelson Fernandes. Sie kommen über den Flügel. Jetzt kann er flanken. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Schöner Vollspannschuss und dazu auch noch gut platziert.
Kampel. De Guzman. Rebic. Halstenberg. Kevin Kampel. Kampel! Fast, aber auch nur fast geht er rein. Guter Schuss. Philipp Kostic. Das wird hier Ecke geben. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Und da wäre dieser Gewaltschuss fast erfolgreich gewesen. Knapp vorbei. Die Ecke kommt. Schuss! Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Da ist der Ball weg. Rebic. Jetzt müssen sie aufpassen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Demme. Halstenberg. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. De Guzman. Frankfurt hat einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich, aber jetzt kommt eigentlich noch die entscheidende Phase. Jetzt muss man Konstanz reinbringen. Und daran sind ja schon viele gescheitert. Das wird nicht leicht für die Eintracht. Man darf sich nicht von den ersten Lichtblicken blenden lassen. Toller Pass. Timo Werner. Jetzt vielleicht die Flanke. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt kommt der Schuss und der Torhüter ist zur Stelle. Abraham. Hasebe. De Guzman. Dani da Costa. Gelson Fernandes. Und jetzt der Schuss. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Chance vertan. Die Kugel ist weg. De Guzman. Dani da Costa. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Yusuf Paulsen. Werner. Dayot Upamecano. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Dani da Costa. Klar, gibt Einwurf. Hasebe. Sie holen sich den Ball.
Bruma. Jetzt wird's gefährlich. Er kann ihn reinbringen. Jetzt die Flanke. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Tolles Zuspiel. Und da wäre jetzt Platz. Ist das die Chance? Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke kommt. Also da gibt es nichts zu beschönigen. Das war schwach. Einwurf. Demme. Marcel Sabitzer. Werner. Leipzig über außen. Hereingabe jetzt. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Sie sind hier in Führung, auch dank wieder einmal einer klasse Defensive. Und es ist ganz entscheidend, dass sie bislang hier ohne Gegentreffer geblieben sind. Eine wirklich gute Leistung. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Da fängt er die Flanke ab. Timo Werner, Marcel Sabitzer. Jetzt schießt er! Kostic, Hasebe, Dani da Costa, Abraham. Jetzt haben sie den Ball verloren. Er versucht's! Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Kostic. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Einwurf jetzt. Gelson Fernandes. Die Gäste werden wechseln. Klasse Zuspiel. Chance auf den Ausgleich. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und dieses tolle Zusammenspiel schauen wir uns gleich noch einmal an. Ganz klasse gemacht. Erst die präzise Flanke und dann super verwertet. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Dayot Upamecano. Weg ist der Ball. De Guzman. Super dazwischen gegangen. Super Pass. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Demme. Halstenberg. Ja, guter Pass. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den Ball holt er sich. Tolles Zuspiel. Philipp Kostic. Kostic! Die Frankfurter mit der Ecke jetzt. So, die kurze Variante. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Philipp Kostic. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Philipp Kostic. Da zieht er ab. Ecke für Eintracht Frankfurt. Jetzt der Eckball. Da kommt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Jetzt gibt's Abstoß. Jetzt Sabitzer. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Steiges Spiel, gute Idee. Jetzt können Sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Konrad Leimer. Halstenberg. Da kann er sich den Ball holen. Guter Pass. Philipp Kostic. Kostic. Schönes Zuspiel. Und jetzt die Chance. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Dani da Costa. Da ist jetzt Platz. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Rebic. Jetzt die Flanke. Da hat er gut verteidigt. Super Pass. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Konrad Leimer. Bruma. Leipzig über außen. Timo Werner. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Wird das seine Torchance? Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Augusta. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ja, Flanke kommt kurz. Wahnsinn, das ist der Ausgleich in dieser Partie. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht, klasse gemacht. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da haben sie ihre Offensivaktion gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke gehen. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Natürlich rechnen sich die Fans hier jetzt nochmal was aus. Natürlich, noch können sie das Ding hier gewinnen. Dani da Costa. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Ball kommt weit. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es gibt die Ecke und vielleicht noch die Chance auf den Sieg. Jetzt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm afraid sometimes. I know I get drunk sometimes.